In diesem Video geht es um die Produktoptionen des Affiliate-Themes und wir fangen direkt mit den allgemeinen Optionen an. Zunächst einmal können wir den sogenannten Fake-Shop aktivieren und wie hier bereits im Hinweis steht, werden damit alle Unterseiten für Produkte abgestellt und man wird direkt zum entsprechenden Affiliate-Partner, zum Beispiel Amazon, weitergeleitet. Das heißt, wenn wir das jetzt einmal aktivieren und aktualisieren, wird das so eingestellt und entsprechend sollte man jetzt nochmal, um Errors zu vermeiden, Vorfehler, nochmal in die Einstellungen gehen und dort zu Permalinks und dort einfach das so lassen, wie es ist, aber nochmal auf Speichern klicken, dann sollten eigentlich keine Fehler mehr auftreten. Jetzt noch einmal kurz die Anwendung im Frontend, was ein Fake-Shop tatsächlich ist. Normalerweise, wenn man hier Produkte auf seiner Seite hat und hier in einer Übersicht auf dieses Produkt verlinkt, wird man auf eine Unterseite verwiesen, die eine Übersicht dieses Produktes gibt. Sinn des Fake-Shops ist, dass wenn man hier auf Kaufen klickt oder auf das Bild oder auf den Titel, dass man immer direkt auf den Affiliate-Partner geleitet wird. Das heißt, wenn ich auf Kaufen klicke, klar, dann komme ich direkt auf die Seite von Amazon. Das gilt aber auch für jeden anderen Link. Das heißt, dadurch werden alle Produktunterseiten abgeschaltet. Wenn man dieses Produkt einzeln aufrufen will, wird man einfach wieder auf die Startseite zurückgeleitet. Nun deaktivieren wir den Fake-Shop wieder, damit wir uns mit den Produktunterseiten auseinandersetzen können. Erstmal aktualisieren wir das, gehen wieder auf unsere Startseite, machen einen Refresh und sehen, ah, okay, der Detail-Button ist da. Wenn ich aufs Produkt klicke, komme ich auf die Produktunterseite und werde nicht direkt weitergeleitet. So, als nächstes kann man hier den Permalink der Produkte anpassen. Das schauen wir uns auch einfach mal in der Praxis an, was das heißt. Hier sehen wir, ist unsere URL slash Produkt slash Name des Produktes. Und es geht jetzt um genau diesen Teil hier, den man anpassen kann. Das heißt, wenn hier nicht Produkt stehen sollte, sondern irgendein anderer Slug, den wir jetzt mal Beispiel Slug nennen, stehen sollte, dann wird es eben ersetzt, wenn man zum Beispiel Produkt nicht möchte. So, nachdem man das eingespeichert hat, diesen neuen Slug, geht man einfach nochmal ins Frontend, um das zu überprüfen. Macht einen Refresh und man sieht hier oben, aha, okay, da hat sich der Slug geändert. Und jetzt hat sich auch die Seite direkt wieder geladen. Allerdings empfiehlt sich auch hier einfach nochmal die Permalink-Settings wie im vorherigen Schritt des Fake-Shops nochmal zu aktualisieren. Das ist ebenfalls der Fall für folgende Option, wenn man die Permalinks komplett entfernen soll. Das heißt, dass praktisch dieser Slug einfach wegfällt. Wenn man das möchte, kann man das machen. Das heißt, dann fällt einfach Beispiel Slug oder eben Produkt, wie es im Ursprungszustand ist, und das wollen wir auch wieder herstellen, fällt einfach komplett weg. Das kann man darüber machen. Und auch danach eben wieder Permalink-Seite aufrufen und nochmal neu abspeichern und auch einfach nochmal die ganze Seite am besten überprüfen, wenn man das macht. Sowas am besten am Anfang schon einstellen und entscheiden. So, hier im nächsten Schritt können wir den Permalink des Archivs anpassen. Das Archiv ist letztlich einfach eine Unterseite von WordPress, die eine Liste aller Produkte angibt. Es könnte auch eine Liste aller Posts zum Beispiel sein. Das gibt es ja auch als Archiv oder aller Seiten. In diesem Fall aber aller Produkte. Und das ist halt einfach hier in dem Fall, solange wir oben nicht den Permalink beziehungsweise den Slug angepasst haben, soll es einfach slash Produkt sein. Das heißt, das ist genau diese Seite hier, URL slash Produkt. Und hier ist die Liste aller Produkte, die importiert wurden auf unsere Seite. Und hier kann man halt einfach wieder anpassen, okay, soll das slash Produkt sein oder soll das vielleicht irgendwas anderes sein? Wollen wir auch nicht, kann man auch wieder genauso wie oben deaktivieren. Und auch dabei können halt wieder Redirects und VOV-Seiten entstehen. Dann können wir als nächstes noch diese Option aktivieren, dass alle ausgehenden Links geclosed werden. Ich klicke da jetzt einfach mal auf Ja und auf Aktualisieren, damit wir uns das im Frontend angucken können. Also wenn wir jetzt hier drauf gehen, es geht dabei darum, was passiert, wenn wir auf diesen Link hier klicken. Dann kommt nämlich diese Überleitungsseite, das ist der Cloaker. Und dann erst landet man auf Amazon.
Wenn das ausgeschaltet ist, wird dieser Cloaker nicht angezeigt. So, warum sollte man diesen Cloaker jetzt benutzen? Also, wenn ich hier draufklicke, kommt erstmal dieser Übergangsscreen. Aber vor allen Dingen sehen wir auch, dass diese URL hier oben recht kurz ist. Das heißt, okay, jetzt kommt die ganz lange URL, ich bin jetzt bei Amazon gelandet, aber dazwischen hatten wir eine recht kurze URL und das macht oft das Tracken von diesen Links einfacher. Das heißt, wenn man Suchmaschinenoptimierung betreibt, wenn man wissen will, welche Produkte am besten konvertieren, dann ist es natürlich recht sinnvoll, wenn das eine kurze, einfache, von einem selbst festgelegte URL ist. Und deswegen gibt es hier auch noch die Möglichkeit, einen Slug zu definieren. Der ist jetzt hier einfach out. Den haben wir auch oben vorher in der URL gesehen, um das Tracken zu vereinfachen. Außerdem sieht dann der Kunde halt nicht direkt, dass auf eine Affiliate-Partner-Webseite weitergeleitet wird, sondern erst, wenn er tatsächlich da ist. So, es hat einige Vorteile, muss man aber nicht, man kann auch einfach wieder deaktivieren und dann kommt man regulär auf die Seite des Affiliate-Partners. Im nächsten Schritt können wir die Buttons anpassen. Jetzt ist hier direkt der Hinweis, wenn wir jetzt Produkte hier nicht manuell eingepflegt haben, sondern über die Importfunktion benutzen, das heißt hier über die Amazon-Schnittstelle des Affiliate-Themes oder über eine andere Schnittstelle Produkte importieren, dann kann man da die Button-Texte nochmal separat anpassen, aber hier kann man sie erstmal global definieren. Das heißt, hier kann man sagen, okay, will man den Detail-Button global deaktivieren? Global heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf die Startseite zurückgehen, hier unten bei den Produkten ist ein Detail-Button, aber es ist zum Beispiel egal, wenn man in einem Blogbeitrag ein Produkt einbindet, dass es ja grundsätzlich nicht angezeigt wird, überall. Das kann man machen. Man kann auch den Kaufen-Button deaktivieren. Ich mache das jetzt einfach mal beides und wenn wir dann auf unsere Startseite hier zurückgehen und einen Refresh machen, werden die nicht mehr angezeigt. Ja? Ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll, dass man das macht, aber einen der beiden könnte man durchaus deaktivieren. So, weiterhin geht es dann um die Beschriftung dieser beiden Buttons. Dazu müssen wir die zunächst einmal wieder aktivieren. Da haben wir Details und Kaufen. Und da sehen wir schon, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem langen und dem kurzen Button. Hier wird offensichtlich nur der kurze Button ausgegeben. Das heißt, dieser Text, hier könnte man auch einfach Infos draus machen, aktualisieren und auch hier aktualisieren, sodass wir hier Infos anstatt Details stehen haben. Das könnt ihr alles hier unter Buttons anpassen. Äquivalent dazu auch die Kaufen-Option. Last but not least haben wir die Buttons untereinander anzeigen als Option. Dies gilt ausschließlich für die Grid-Ansicht von Produkten. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise hier auf der Startseite habe ich mal so eine Grid-Ansicht reingepackt und da seht ihr, okay, die Buttons werden nebeneinander angezeigt. Jetzt wollen wir sie mal untereinander haben. Also klicken wir hier auf Aktualisieren, machen hier einen Refresh und ihr seht, okay, sie werden untereinander angezeigt.